Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge hier bei Kettle im Köps. Ich wünsche euch allen ein schönes Silvesterfest. Möget ihr gefahrlos über die Runden kommen, die knallen dürfen und können und die nicht können. Ja, vielleicht nächstes Jahr, ne? Oder mal andeuten, dass sie keine CDU wählt oder SPD, dass sie mal ihr Quittung kriegen. Bei der nächsten Umfrage entsprechend antworten, ob sie dann auch so durchgeht, ist eine andere Frage. Aber wie gesagt, das ist die Möglichkeit, durch Wahl zu entscheiden. Ne? Ja, was machen wir jetzt? Ich dünge jetzt schon erst fertig. Hoffe, dass mein Dünger noch reicht. Dann haben wir für beide Felder ungefähr 3000 gebraucht. Wir haben laut Berechnung Besitz Feld 3 zurzeit. Das hat sich schon ein bisschen verbessert im Wert. Noch lange nicht gut. Im Feld 4 ist auch nicht gut. Also noch nicht ausreichend. Das heißt, sie müssen nochmal bei Gelegenheit Dünger geben. Also 10, 15 Tagen ungefähr. Ach, da steht der Wert, der 120 Hektar. 120. Aber trotzdem, Phosphat ein bisschen weniger als Stickstoff. Das ist im Grunde alles im gleichen Bereich, hier mit 15%. Den man kommt gut hin. Ja, dann geht mal los. Lenkung ist an, denke ich mal. Und dann schalten wir gleich ein. Er hat ja eine große Arbeitsbreite von 42 Meter. Und wird nun Dichten gezeigt. Ja, gut. Ich musste ein bisschen an der Grafik einstellen. Ich dachte, mir dauernd der Rechner kocht. Ne? Ja. Zwei Felder habe ich anfangs erlebt. Ich mir gönnen. Ein bisschen Geld brauchst du ja auch noch, um ein bisschen wirtschaften zu können. Und jetzt noch kein Feld mehr gekauft. Werden wir auch nächstes Jahr so machen, dass wir im Herbst ein Feld oder zwei Felder ansehen und im Frühjahr dann, wenn wir das Geld haben, was zukaufen und da entsprechend nochmal arbeiten zu können. Also im Grunde Winterweizen oder so oder Gerste, keine Ahnung, irgendwas dergleichen. Und dann sehen wir zu, wenn wir hier heute noch einen Kauf bekommen, den Dünger. Und flackert, ne? Das ist normal oder nicht normal. Vielleicht kommt noch mal ein Update, macht das wieder korrigieren, ne? Und nächste Ecke. Am anderen Feld habe ich eine kleine Ecke nicht gemacht. Denk mal, das wird sich jetzt nicht rentieren. Beziehungsweise auch hier. Geht optimal. Muss ich mal schauen nachher. Das ist, glaube ich, 350 Kilo bei der gegeben, kann ein bisschen mehr gehen normalerweise. Und wie gesagt, die gibt es ja einen Düngerberechner, aber ich bin eher der Typ, der sich abschätzt. Ne? Und der die Werte sich ungefähr einträgt und dann eher. Hier hat er ein bisschen mehr Petto, ja gut. Da ist ein Reh. So, kurz ausschalten. Dann machen wir die Ecke noch fertig. Anhalten, Junge. Der Lenkung wollen wir mal ausschalten. Und wir wollten nicht so viel Dünger geben. Weil da ein Ecker gefehlt und da habe ich eben eine Aussage wieder ein bisschen zu wenig gemacht.
Ah, gut. Die eine Ecke muss ich nachmachen. Das manuell. Mit ersten unteren Teil. So. Hier in der Ecke hier, da hat auch gefriert. Kleine Stückchen. Das mache ich jetzt noch so pauschal. Dann wäre es hier. Bis hier ungefähr. Ja, ganz schön schnell, ne? Okay, das müsste jetzt ungefähr reichen. Dann fahren wir jetzt laufen schaut. Das machen wir vorher aus. Und muss ich gucken in der Karte. Was soll ja hier das Kreuz mal kurz wegmachen, dann können wir gucken. Der Lohne GGH. Kreisverkehr. Hier ist das hier oben. So. Traurige Straße, ne? Kann er automatisch fahren, meinte ich. So hat nicht geplant. Cool, wird doch Straße fahren, ne? Hat er mal gefunden, okay. Fahren wir schnell zur Kragenlandschaft, kaufen wir mal Dünger. Weil wir mal einen anderen Dünger mal sehen. Vielleicht haben wir alle ein bisschen mehr, dann gucken wir, was wir anderen Bild mehr kriegen. Vollgas, Vollgas. Der Lohne. Kilometer immerhin, ne? Aber es hat gereicht. Mit 350 Kilogramm ist ein guter Wert für beide Felder. Wenn wir mehr geben würden, müssten wir ein bisschen nachholen. Open blöd, ne? Ja, hier ist die Elster, ne? Die weiß ja, wie heißt. Soll sich nur darstellen. Also. Wollte hier mal was angeben hier. Wo sehen kann, wo wir sind, ne? Macht die Sache ein bisschen leichter. Ja, noch Zeit, wir haben noch Zeit. Eine Folge. Und morgen zu Leicester. Darf ich nicht vergessen. Falls doch, ich wünsche mal einen guten Rutsch, ne? Heute Abend. Schönes Silvesterfest. Und Vorsicht, ne? Der hat. Weiß man, in Deutschland ist ja verboten. Haben sie nicht erlaubt zu verkaufen. Finde ich einfach persönlich ja, Blödsinn, Anführungszeichen. Aber wie gesagt, das könnt ihr bei der nächsten, wenn mal Umfrage mal gefragt werdet, was kann man da machen? Ja, einfach mal sagen, nö, keine CDU, keine SPD. Ich sage nicht wegen der AfD, sondern einfach sagen, es gibt auch andere Parteien, kleinere Parteien, die sicherlich da noch das in Frage kommen würden. Ne? Was haben wir noch an Dünger? Mal gucken, was haben wir denn alles da? Wir haben jetzt hier. Wir haben hier 20, das Stickstoff zu viel, das bringt nichts. Wir haben Stickstoff an den Überschuss. Und da haben wir nicht so wenig. Da haben wir 21. Na gut, dann mit dem wieder nehmen, ne?
Ja, und starten wir gleich mal wieder. Ja, wollen wir uns angewöhnen, dass wir die Maus aktivieren müssen, ne? Weil da drücken wir durcheinander. Und dann können wir gleich wieder gucken und im Feld. Und können dann zurückfahren. Aber bevor wir wieder für viel verfahren, ist es besser, wir machen das gleich richtig, ne? Ja. Dann gucken wir gleich mal rein. Unser System hier. Besitz. Im Wachstum. Sommerweizen. Ja. Gut. Gut durchnässt. Dürre haben wir nicht. Wie gesagt, kriegt doch einen guten halben Meter schon erreicht. Und dann fahren wir zurück zum Hof, wenn wir springen. Da werden wir nicht blöd sein. Da werden wir einfach springen von Traktor zu Traktor und dann kommen wir da entsprechend hin. Ne? Ist ja voll. Dann lassen wir den hinfahren zum Acker und wir werden dessen zum Hof springen an einen Traktor. Dann gehen wir ins Haus und werden jetzt haben wir Anfang Mai, 5. Mai, 21 Tage immer einfach vorspringen und dann nochmal Dünger geben, ne? Das machen wir so. Tankmenge 12.000. Ich weiß hier, und mal gucken, hier glaube ich. Ne, war hier. F1. Und hier. Und jetzt haben wir uns hier schon mal bei der Genossenschaft ansehen, er schafft Ruf von 9,5. Das denkt man durch Kauf, ne? Und im Hafen müssen wir ansehen haben, um einige Felder verkaufen zu können. Das ist auch mal ganz wichtig. So, haben wir gekauft. Jetzt fahren wir zurück. Dazu werden wir rein mal hier einfach zurückfahren. Oh, das dürfen wir nicht fahren. Gut, keiner gesehen. Dann machen wir wieder automatisch. Boah, da kennt sich aus. Oh, Gegenverkehr. Zack. Da fahren wir fix zum Feld. Dann stellen wir den Traktor ab, dass er kein Regen kommt und Dünger nass wird. Also ungünstig, ne? das ist eine gute Frage. Dann fahren wir zum Hof. N. Das ist dann nicht gut. Weil wenn er nämlich nass wird, ist Blödsinn. Also das kann ich jetzt nicht genau sagen. Wo ist der Hof? Hafen. Ein bisschen kleiner. Hallo, die Ruhe. Was schwimmst du? Ja. Der Hof hier. So. Mal gucken. Na, Automatik geht nicht. Haben Sie das nicht? Bremse. Jo. Ja, jetzt haben wir einen Punkt erwischt. Auf geht's. Wenden.
Ja, wir fahren doch zum Hof, weil das wäre gar nicht so gut, wenn man jetzt bei Regen der Dünger nass wird oder so, weil da kein Deckel drauf ist. Wird nicht so praktisch, ne? Dann ist das mir richtig. Aber da hole ich euch gleich ab. Ich will mal zurückfahren, Schlafzeug gleich machen und dann hole ich euch zum nächsten Mal ab. Na, tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier bei Kettelkopf. Düngerstrom. Ist halt so, ne? Also im Juni kann man sagen, ne? Tschüss. Also schau, ja, feiert nicht so viel. Ich bin doof, ne? Aber das geht der eine wissen, ne? Alle besser an Worte. Ja, dann sehen wir uns dann vielleicht morgen wieder, wenn ihr Lust habt. Ja, dann tschüss, ciao, ciao und ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.